Mein Name ist Laura Volk und ich arbeite seit ungefähr einem Jahr für die Joblinge in Bremen und möchte die ein bisschen vorstellen heute. Joblinge ist ein Programm, wo wir versuchen, Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen oder mit schwierigen Startbedingungen in die Ausbildung zu verhelfen. Das ganze Programm, das hat am Anfang erstmal 2 Monate, insgesamt können die 5 Monate bei uns bleiben und wir lernen alle möglichen Sachen zusammen. Also wir gucken erstmal, was sind so Stärken und Schwächen von den Personen, wo wollen die eigentlich hin, was ist beruflich wichtig für sie und uns ist vor allen Dingen auch wichtig, dass sie einen Beruf finden, der zu ihnen passt. Nicht nur irgendeinen, sondern am besten auch den, den sie wirklich gerne machen wollen und wo sie am Ende die Ausbildung natürlich auch durchziehen. Was in Bremen besonders ist als Standort, ist, glaube ich, dass die Stadt an sich irgendwie sehr bunt ist. Hier gibt es ganz viele unterschiedliche Ecken, wo man vielleicht auch anpacken muss, aber wo man auch anpacken kann. Und es ist ein gutes Umfeld, um was zu bewegen. Gezogen, habe dann erstmal nichts gefunden, weshalb ich dann beim Jobcenter war und die haben mir dann dieses Programm vorgeschlagen. Der Hauptfokus an sich liegt zwar auf Bewerbungen, aber wir machen noch sehr viel nebenbei, also vor allem Mindset-Arbeit, also wie man eben aus dem Mindset rauskommt bzw. reinkommt, dass man eben was für sich tut, wie man die ganzen Sachen anpackt, damit man nicht überfordert ist. Als ich Kind war, hatte ich immer den Wunsch, als medizinische Fachangestellte zu arbeiten. Ich habe gelernt, wie man zum Beispiel eine Bewerbung schreiben kann, Lebenslauf. Das hat auch uns geholfen. Ich glaube, für uns ist besonders wichtig, dass wir einen Beitrag dazu leisten wollen, dass irgendwie eine Art von Chancengleichheit hergestellt wird. Und wir möchten, dass jede Person am Ende dieselbe Chance hat, einen Ausbildungsplatz zu finden.